Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Freunde, wir sind wieder back am Start, finally, ja. Wir haben wieder was aufzuholen und ich habe mir jetzt auch einen kleinen Plan gemacht, einen kleinen Plan geschmiedet, Freunde, ja. Valnyrischen Stahl. Ich habe mir auf jeden Fall einen Plan geschmiedet, ich habe mir einen vernünftigen Uploadplan und blablabla gemacht. Und ich werde mal gucken, wie das jetzt funktioniert, Freunde. Keine Sorge. Ich war die Zeit, wo ich jetzt nichts hochgeladen habe, nicht tatenlos diesmal. Und denke, dass es so ganz passend sein wird. Wartet einfach erstmal diese Woche ab, was so passiert, was online kommt. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen was gesehen. Vielleicht auch noch nicht, je nachdem, wann dieses Video hier online kommt. Aber ich habe einen kleinen Plan gemacht und wartet einfach diese Woche ab. Ich hoffe, ihr werdet zufrieden sein mit meiner Gabe, okay? Ich hoffe, ihr werdet zufrieden sein, Freunde. Gut, wir hören jetzt erstmal rein bei Jack von Crack mit Maske. Er hat mir auch noch geschrieben, so, Bro, ich vermisse deine Reaction so. aber besser später als nie, ist das jetzt 2 Wochen her, knapp, dass es rausgekommen ist, das Ding. Produziert das Ganze von Sixten. Sixten etwa? Sixten sagt mir tatsächlich gar nichts, Alter. Keine Ahnung, ist ein Crack-Movie-Original, wie ich so gerne sage. Wir hören rein, Link zum Original in der Beschreibung. Es ist genau 4 Minuten und 44 lang. Nächstes Mal bitte 6 Minuten und 66. Ach, schade, geht gar nicht, Digga. 6 Minuten 66 geht ja gar nicht. Weil eine Minute hat... Ja, ich scheiß drauf, Digga. Ey, der Anfang ist nice. Das ist voll so Stummfilm-Cartoon-Musik. Ey, ich finde den Anfang bis jetzt sehr nice. Ich weiß nicht, was es ist, aber es kommt ein geiler Vibe rüber. Hm, schöner Mann. Hä, ist ein nicer Vibe bis jetzt so. Ich finde das geil. Hallo? Ey, gib mir nicht sowas, Mann. Okay. Schöne Frau. Masche. Aber ey, das ist nice. Das ist bis jetzt von den letzten Sachen das, was mir am besten gefällt. Von allem. Wir sind erst 1,5 Minuten in und erst 30 Sekunden im Song so. Aber das finde ich ist bis jetzt vom ersten Eindruck her, von den letzten 5, 6 Sachen von Jack, das Beste, das Cleanste. Die Mische gefällt mir sehr gut. Die Anfangsszene war was ganz Neues irgendwie. So ein kleines, ja, eine Anfangsszene mit reinzubauen. Und es war qualitativ auch irgendwie hochwertiger als sonst, vom Feeling her. Ich fand diesen kleinen Comedy-Dings nice mit der Musik und der Klingel dann. Sehr geil, Alter. Sehr, sehr nice. Schultern voll mit irgendwelchen Lasten. Und Stimme auch sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm, finde ich. Weed Smoke und ich barfe. Ich bin tief gefallen wie die Arsche. Deshalb die Maske. Stony Move, gar nichts tun. Deutscher Rap besteht aus Handtaschen und Prada schon. Ah, Real Talk. Man hört aus dem Höllenfeuer den Klageruf. Ich stehe immer noch täglich in ihrem Tagebuch. Wir sind von Dämonen besessen. Wir feiern Drogenexzesse, seelisch am Boden gefesselt. Das ist irgendwie runder als sonst, oder nicht? Das ist irgendwie runder als sonst. Ich finde die Adlibs sehr angenehm, die Doubles, die Stimme allgemein, die Mische. Das ist so, auch der Flow gerade, das ist so ein bisschen neuerer Style, finde ich so. So ist das. Ich vor ihrem Spiegelbild halb zu Tode erschrecken. Teufelsgeburt in entsprechenden starrer Pose verrecken. Geister flüstern mir zu, doch ich versteh's nicht. Introvertiert in einem seelischen Käfig. Introvertiert in einem seelischen Käfig. Nice! Ey, das ist Real Talk irgendwie runder. Mir gefallen die neuen Flows richtig gut. Heute hör dich dann zum satanischen Gebetstisch. Böse und dich sind magnetisch. Red nicht. Seelenräuber. Im Reich der Schatten zahlt ihr Überlebenssteuern. Ich werde dich sehen.
Ey, das muss ich mir nochmal geben. Es fühlt sich an wie so ein Halloween-Song, als ob da ein Halloween gedroppt werden würde, was da nicht ist. Magnetisch red nicht. Seelenräuber, im Reich der Schatten zahlt ihr Überleben steuern. Seelenräuber im Reich der Schatten, Grüße gehen raus in Yu-Gi-Oh! Zahlt die Überlebenssteuer, auch schön. Ich mag dieses untote, ja, halbtote, erst so der auf der Welt ausgesetzt wurde, dieser fast schon wie so eine Art Lucifer, so ein bisschen, wie er sich immer so selbst so darstellt, finde ich sehr, sehr geil. Da kommt ein guter Vibe hier auf. Ich werde die Szene hier auf ewig säubern. Willkommen in meinem künstlerischen Fegefeuer. Fegefeuer, Fegefeuer. Alles, alles, alles nur eine Marsche. Marsche. Augen das ist gut. Ich rum, wie ich sie hasse. Weed Smoke und ich baffe. Monate verbracht in dieser Klapse. Deshalb die Maske. Maske. Alles, alles, alles nur eine Marsche. Marsche. Schultern voll mit irgendwelchen Lasten. Lasten. Weed Smoke und ich baffe. Ich bin tief gefallen wie die Asche. Deshalb die Maske. Maske. Scheiß Kirche, Geldabzug. Huch. Shots fired hier, sorry. Der Menschheit bestehen größter Weltbetrug. Ich koch sie gemütlich in einem Hexenkrug. Man sieht im Schein der Kerzen nun reines Engelsblut. Sie machen Blumen auf. Ey, aber wisst ihr, was ich meine? Ich finde, er probiert viel mehr gerade so aus. So nicht nur an Flows, sondern auch an Adlibs, an Doubles. So ein bisschen Musikalität mehr drin, finde ich. Ich finde es sehr, sehr rund. Ich finde es sehr, sehr rund. Ich will noch mal ganz kurz schauen, von wem ist es abgemutscht, weil es drin steht. Ja, Detox wieder, hört man. Das ist, also jetzt nur Front, an den, der es davor abgemischt hat, aber es klingt sehr, sehr clean. Es klingt einfach clean. Einfach clean. Rap sind im Hustensaftgeschäft, aber gefangen in meinem Gruselkabinett. Ich shoot die Spasten weg, ein paar echt nice Punches. Sie müssen alle nach meiner Crackpfeife tanzen. Oh, nice, Mann! Es ist simpel, es ist so simpel. Sie müssen nicht nach meiner Pfeife tanzen, sondern nach meiner Crackpfeife tanzen. Was aber irgendwie nice ist, weil es irgendwie zu ihm halt unnormal passt, so gut wie zu keinem anderen. Es ist simpel, aber ich mag diese simplen Sachen, die halt nur er kicken kann, so. Speech, der Seelendieb auf Ketamin, ich tritt dir in die Fresse. Schwuchtel landest beim Pflegedienst. In der Hölle brauchst du keinen Anzug zu tragen. Ich werde gehasst, nur weil sie Angst vor mir haben. Geiler Song. Ist doch auch eigentlich egal, wer diese Maske trägt. Ja, ich hab sie auf, wenn ich meine düstere Seite zeig. Willkommen in meiner lyrischen Fleischerei. Alles, alles, alles nur eine Marsche. Marsche. Augen hoch. Track ist auch sehr lang, merke ich gerade. Also gut, wir hatten jetzt eine Minute Intro, ne? Ja, wir hatten eine Minute Intro, dann ist das so. Ja, gut, dann geht das, dann geht das. Mich rum, wie ich sie hasse. Weed Smoke und ich baffe. Monate verbracht in dieser Klapse. Deshalb die Maske, Maske. Alles, alles, alles nur eine Marsche, Marsche. Schultern voll mit irgendwelchen Lasten, Lasten. Weed Smoke, das ist gut. Und ich baffe. Ich bin tief gefallen wie die Asche. Deshalb die Maske, Maske. Ich finde der Beat auch sehr passend. Es ist auch eigentlich ein ungewöhnlicher Jack von Crack Beat. Also in dem Vergleich zu den letzten Sachen, finde ich. Das ist einfach runder. Es fühlt sich so an, als ob er ein bisschen was Neues ausprobieren wollte oder einfach mal eine andere Richtung so ein bisschen angehen wollte und die für mich sehr, sehr gut funktioniert. Sehr, sehr gut funktioniert. Für mich, wie gesagt, der beste Jack von Crack Song. So von den letzten, keine Ahnung, 6 oder whatever. Sagen wir von den letzten 5 oder so. Ahu EP 2 coming soon. Ey, die muss er ja an Halloween droppen. Die muss er ja an Halloween droppen. 31.10. Wenn er das bis dahin hinbekommt. Ich will jetzt kein Rushen so, ja. Aber eigentlich, Halloween wäre ein perfekter Zeitpunkt für Jack von Crack, um eine EP zu droppen. Wenn wir mal ehrlich sind, Freunde, ja. Ey, aber ganz, 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 ganz guter Song, Alter. Real Talk, hat mir gut gefallen. Es ist sehr rund gewesen. Eine stabile, sehr gute Mische von Detox. Wir hatten einen guten Beat, ungewohnt, aber der gut gepasst hat, meiner Meinung nach. Wir hatten hier ein bisschen einen Jack, der sich ein bisschen ausprobiert hat, finde ich. Nicht nur die Stimme war ganz clean, die Flows waren ungewohnt irgendwie. In eine andere Richtung fand ich teilweise ein bisschen schneller alles. Und er hat sich ein bisschen mehr neu orientiert so. So kommt es rüber, finde ich. Schreibt mir eure Meinung gerne rein. Aber ich finde, der Track hebt sich deutlich von denen ab, die er zuletzt gedroppt hat. Nicht nur von der Mische, sondern allgemein auch. Vom Pacing her.
Ich finde sonst aber auch allgemein vom Feeling her war da irgendwie runder. Lasst mir eure Meinung zu gerne in den Kommentaren da, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ja.